Das Night Race in Zell am See hat sich mittlerweile zu einem echten Mega-Event entwickelt. Der Slalom mitten durch die Zeller Fußgängerzone ist ein echter Publikumsmagnet und sorgt seit mittlerweile 4 Jahren für Spannung pur und echte Gänsehautatmosphäre. Ja, ich glaube, es ist ja der Gaudi. Ich freue mich schon. Ja, es wird sicher voll cool werden. Ja, ich glaube, dass das schon ein geiles Gefühl ist, dass da so viele Leute zuschauen. Das kann man wohl laut sagen, denn das spektakuläre Night Race mitten im Herzen von Zell am See war heuer einmal mehr ein Ski-Event der Superlative. Über 4000 Zuschauer säumten den Slalomkurs in der Fußgängerzone und sorgten für eine bombastische Partystimmung. Hinzu kamen noch sportliche Höchstleistungen von knapp 50 Nachwuchsrennläufern des Salzburger Landesskiverbandes und 27 Promis wie die Ex-Skigrößen Marc Girardelli, Hans N. oder Elf. Eröffnet wurde das Rennen von einigen nostalgischen Vorläufern, die es noch eher gemütlich angehen konnten. Danach war Zurückhaltung aber definitiv fehl am Platz. Denn eines war klar, nur die 5 schnellsten Mädchen und Burschen schaffen es ins große Finale. Ein Sekundenkrimi und beinharte Racing-Action waren in der Quali also vorprogrammiert. Im Finale selbst wurden die Karten dann neu gemischt, denn die Zeit des ersten Durchgangs hatte hier keine Bedeutung mehr. Bei den Mädchen entwickelte sich daraufhin ein echter Hundertstel-Sekunden-Krimi. Die Vilsmoserin Janine Viertaler, als 5. gerade noch ins Finale gerutscht, knallte als erste Läuferin gleich eine grandiose Zeit von 12 Sekunden und 45 Hundertstel in den Zeller Schnee. Eine Zeit, an der sich danach eine Konkurrentin nach der anderen hauchdünn die Zähne ausbiss. Die 5 Finalistinnen trennten am Ende nämlich nur lächerliche 9 Hundertstel. Es ist aber voll klasse, überhaupt die Stimmung, das ist wirklich voll cool, es feiert die jeder an. Ja. Nicht ganz so knapp, dafür aber genauso spannend war das Finale der Burschen. Die Bestzeit wurde von Läufer zu Läufer nach unten geschraubt. Und so brauchte es vom Vorlaufschnellsten Hannes Lengauer-Stockner schon einen echten Traumlauf, um sich als letzter Starter noch den Sieg zu sichern. Der ganze Druck lag also auf dem Schüler vom Skigymnasium Saalfelden, dem dies aber nichts auszumachen schien. Legte er mit 10 Sekunden und 75 Hundertsteln doch eine absolute Tagesbestzeit hin. Ja, ist so geil, ich fahre normalerweise so im Fissrennen. Aber da sind ja nicht so viele Leute und da so viele Leute. Du stehst am Start, du hörst deinen Namen und dann gibst du Vollgas, aber volle Hammer. Viel Spaß hatte auch der Lokalmatador vom Skiclub Zell am See, Bernhard Binderitsch, dem ein Heimsieg am Ende knapp verwehrt blieb. Ja, es ist eine lässige Stimmung, die Fans sind super und ja, Heimrennen natürlich, da wirst du natürlich noch mehr angefeuert, aber der Druck ist natürlich groß, aber ja, es war ein lässiges Rennen. Den Zeller Stangenwald brachten am Abend des Night Race aber nicht nur die Nachwuchsrennläufer zum Beben, denn auch die Prominenten schenkten sich im Kampf um den Sieg keinen Zentimeter. 69, nein, das hat nicht ganz gerecht. Und damit heißt der Sieger. Der Tagessieg bei den Damen ging letztlich an Gitti Obermoser. Und bei den Herren setzte sich Hans N. mit einer tollen Zeit vor Titelverteidiger Marc Girardelli durch. Ja, ich muss sagen, was die Zeller da auf die Beine gestellt haben, war sensationell. Die Stimmung war gewaltig. Dazwischen die Häuser runter zum Fahren war mega geil. Ist einmal was Einzigartiges. Und ich muss sagen, den Untergangsschick Fritz, den Dachspengler, gell, den muss man wirklich gratulieren, dass er das mit seinem Team auf die Füße gestellt hat. Und die Zeller haben da was Einzigartiges aus dem Boden gestampft. Und es macht für uns ehemaligen Rennfahrer wirklich Spaß. Neben dem Spaß gab es im Rennen der Promis auch das eine oder andere interne Privatduell. Beispielsweise matchte sich der Präsident des Salzburger Landesskiverbandes mit seiner Vizepräsidentin, wobei letztlich irgendwie keiner der Sieger sein wollte. Ja, die Gitti, die ist schon schnell bald für uns. Die muss noch mehr trainieren, weil wie das ausschaut, wenn die Vizepräsidentin vor dem Präsidenten war, das geht ja nicht. Also du kannst ganz zufrieden sein wahrscheinlich mit deinem Sieg heute. Nein, ich habe ja die Damenklasse gewonnen, aber ich war langsamer wie der Präsident und da muss ich eigentlich jetzt einhaken, weil ich muss schon sagen, eigentlich wollte ich schon schneller sein, weil ich bin ja um vieles jünger. Also am Ende zahlt jeder Runde und dann passt es wieder, oder wie sieht man das? Ganz genau so ist es. Wir werden miteinander trainieren nächstes Jahr.
Prominente Ex-Skirennläufer kennen das Gefühl, vor tausenden Fans zu fahren. Beim Night Race in Zell am See können auch die Salzburger Zukunftshoffnungen einmal diesen Rausch erleben, was natürlich eine einmalige Erfahrung ist. Na, es ist eine Sensation, was der Skiclub Zell am See mit den Bergbahnen, da, den Schmittenhöhenbahnen, was die da auf die Beine stellen. Und gerade für die jungen Leute, für unsere jungen Super-Rennläufer, man kann da nur sagen, danke, 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 weil vor so viel tausend Zuschauern für diese Burm und Dirndl ein Rennen zu fahren, und das sieht man, was sie für Gaudi haben. Und da kann man nur danke sagen, und dass Zell am See das hoffentlich lange, lange nicht auflässt, dieses Rennen. Und ich möchte auch hinterher noch gratulieren für die beiden Europacup-Rennen, die sie durchgeführt haben. Bei diesen widrigen Verhältnissen ein Traum. Wir gratulieren vom Skiverband. Perfekte Arbeit leisteten die Verantwortlichen vom Skiclub Zell am See auch beim Night Race 2012. Vor allem in die Präparation der Rennpiste wurde enorm viel Zeit und Fleiß investiert. Ja gut, die Bedingungen sind ein Wahnsinn. Also es ist genau gleich präpariert worden, praktisch wie eine Weltcup-Strecke. Wir haben ca. 500 Kubikmeter Schnee reingekarrt und der ist deponiert worden im Dezember schon bei der Arbeit aus durch die Schmittenhöhebahnen. Dann ist er reingekarrt worden durch die Gemeinde mit Lastwagen. Er ist aufgebracht worden nachher mit Radracks, die Pistenrappe ist reingekommen. Wir haben die Piste nachher noch bewässert und dann praktisch haben wir jetzt diesen perfekten Zustand erreichen können. Perfekt ist auch schon das passende Stichwort für das Night Race 2012. Dass dieses Rennen eine derartige Entwicklung durchmachen würde, hätte bei der Premiere vor 4 Jahren niemand zu träumen gewagt. Nein, überhaupt nicht, muss ich sagen. Das war eigentlich so eine spontane Idee gewesen von mir seinerzeit. Und dass es sich so entwickelt, muss ich sagen, ist wirklich ein Highlight geworden in Zell am See. Ein Highlight, das wohl auch 2013 wieder tausende Skifans zu diesem einzigartigen Event nach Zell am See locken wird.